Herzlich willkommen im Weltmuseum Wien, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zur Eröffnung unserer Sonderausstellung Our Shelves, Ourselves, die Einblicke gibt in die koreanische Genremalerei mit einem besonderen Fokus auf die sogenannte Bücherregalmalerei. Das Weltmuseum Wien versteht sich als Treffpunkt für Menschen und Kulturen aus der ganzen Welt. Besonders wichtig ist uns dabei natürlich eine aktive, sehr aktuelle Programmgestaltung unter Einbeziehung der Communities und unter Einbeziehung der Länder, deren Kultur wir hier im Weltmuseum Wien zeigen können. Anlass für unsere heutige Sonderausstellung sind die 130-jährigen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, zwischen Korea und Österreich, als im Juni 1892 das Königreich Korea mit der österreichisch-ungarischen Monarchie einen völkerrechtlichen Vertrag schloss, der zugleich auch der Beginn der diplomatischen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern markierte. Seitdem findet ein sehr, sehr aktiver bilateraler Austausch statt und naturgemäß bilden Kunst und Kultur hierbei eine besondere Rolle. Eigentlich möchte man sagen, das Herzstück unserer freundschaftlichen Beziehungen. In diesem Kontext ist auch die heutige Sonderausstellung zu sehen, die Einblick gibt in die große, in die lange Tradition der koreanischen Kultur, der koreanischen Genremalerei, die sich auf sehr geschickte Art und Weise mit dem Kulturschaffen von heute verbindet. In diesem Sinne darf ich Ihnen viel Vergnügen, viele spannende Einblicke in die Sonderausstellung Our Shelves, Ourselves wünschen. Nachdem ich im Sommer 2021 zum Direktor des Weltmuseums Wien bestellt wurde, habe ich einige Gäste in meinem neuen Büro im Museum empfangen dürfen. Eines der ersten Dinge, die die Besucherinnen ansprachen, waren meine zu der Zeit leeren Bücherregale. Die unbestückten Regale erregten ihre Aufmerksamkeit. Ein Mensch mit leeren Regalen ist eine Art Chiffre. Die Realität war jedoch viel einfacher. Ich war nur mit zwei Koffern nach Wien gereist und hatte dementsprechend nur wenige Bücher mitgenommen. Diese Bücher befanden sich in meiner Wohnung, nicht in meinem Büro. Aber unsere Regale sind in einem Sinn Abbildungen von uns selbst. Sie sind eine Ansammlung von dem, was wir bewusst um uns herum aufbewahren, und sie sprechen dadurch Bände. Das gilt auch für die Ausstellung Chaikori, Our Shelves, Ourselves. Sie ermöglicht es uns, einen Blick in die gemalten Regale von 31 zeitgenössischen koreanischen Künstlerinnen zu werfen und Ideen, Fragen, Geschmack, Wandel und Tradition in der Republik Korea zu erkunden. Sie lassen ganze Welten erkennen. Alle diese Bilder haben ihre Wurzeln in einer längeren Tradition der Stilllebenmalerei in Ostasien. Solche Darstellungen haben ihren Ursprung in einem Genre der höfischen Malerei der Qing-Dynastie in China. Das Genre fand im späten 18. Jahrhundert seinen Weg zu dem Hof der koreanischen Joseon-Dynastie. Später wurde es auch von Künstlerinnen außerhalb des Hofes aufgegriffen. Heute ist es eine Gattung der Volksmalerei, die die Wünsche, Interessen und Ideen der zeitgenössischen Künstlerinnen vermittelt. Es ist eine besondere Freude, diese Werke hier im Weltmuseum Wien zu zeigen. Zudem ermöglicht es auf angemessene Art und Weise das Jubiläum der 130-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen dem koreanischen und dem österreichischen Volk zu feiern. Es ist unser Wunsch, mit der Präsentation dieser Werke die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu würdigen und den Menschen in Österreich die Möglichkeit anzubieten, dem Volk der Republik Korea ein Stück näher zu kommen. Mein besonderer Dank gilt seiner Exzellenz Botschafter Shin der Republik Korea hier in Wien, der LG-Gruppe Seoul, der My Art Auction Group. Ohne ihre großzügige Unterstützung wäre diese Ausstellung nicht möglich gewesen. Ich bin auch Professor Chung, der Direktor der School of Minhua, zutiefst dankbar für seine wissenschaftliche Unterstützung und sein großes Engagement für die Ausstellung der Künstler, deren Werke wir so gerne präsentieren.
Und natürlich gilt mein herzlicher Dank den Künstlerinnen, die dem Museum die Ehre erwiesen haben, ihre Werke für diese Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche Ihnen, liebe Damen und Herren, viel Freude hier in der Ausstellung Chaikori, Ourselves, Ourselves. Grüß Gott. As Korean Ambassador in Austria, I'd like to congratulate the opening of the exhibition of the Korean folk paintings, Minhwa Chaikori, called in Korean at the Weltmuseum in Vienna, a city of culture and art. Minhwa, or the Korean folk painting, is a distinctive and traditional painting technique which embodies the life and thoughts of Koreans. Through the genre of Korean folk painting, Koreans have expressed human desires and pursued happiness by painting still life, flora and fauna, and nature. I hope more Austrians will be able to better understand Koreans and Korea through these Minhwa, or Korean folk paintings, which illustrate the thoughts and lives of the Korean people as well as their culture. Moreover, I hope that building upon understanding and empathy, our two nations will not only overcome the global COVID-19 pandemic together, but also lay the foundation for friendly and cooperative ties. In particular, it is especially meaningful that this exhibition is held as a part of the event to commemorate the 130th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries. I look forward to the success of the Minhwa Chaikori exhibition with your interest and support. Vielen Dank. Willkommen im Weltmuseum Wien zur Ausstellung Chaikori, Ourselves, Ourselves zum 130-jährigen Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Korea und Österreich. Chaikori bedeutet Bücher und Gegenstände. Diese Ausstellung zeigt eine Vielzahl von Neuinterpretationen eines sehr traditionellen Themas, bei dem Wissen und Gelehrsamkeit eine wichtige Rolle einnehmen. Bitte folgen Sie uns durch die Ausstellung und lernen Sie die Künstlerinnen kennen. 정성옥 작가님은 조선시대 민화를 복원 또는 재현하면서 여기에 본인만의 해석을 가미하는 작가입니다. 그래서 그분의 작품은 대부분 원본이 존재합니다. 전통 민화 중 특히 책거리를 많이 그리시는 화가로 전통의 명맥을 이어가는데 중심적인 역할을 해주시는 작가입니다. Hinter Büchern und Gegenstände stehen alte chinesische Konzepte wie die Beschäftigung mit konfuzianischen Klassikern oder das Sammeln und Betrachten von Gegenständen aus der Bronzezeit. Die frühen Kaiser der Qing-Dynastie stellten diese Klassiker und Schätze drapiert in Bücherregalen in ihren Palasthallen aus, die in Folge auch auf sehr vielen Gemälden, auf denen die Kaiser mit ihren Büchern und Gegenständen zu sehen sind, waren. 조선 후기인 18세기 후반부터 20세기 초까지 200여 년간 책거리는 왕으로부터 백성들에 이르기까지 모두 함께 즐긴 조선의 대표적인 그림으로 자리를 잡았습니다. In der Joseon-Dynastie Koreas stellten Bücher die kulturellen Inhalte dar, welche die Staatsideologien des konfuzianisch geprägten Landes, in dem das Studium der klassischen Bücher und die moralischen Ideen hochgehalten wurden. 김남경 작가의 핑크 책가도입니다. 전통 민화를 현대적으로 풀어내는 작업을 하였는데요. 기존의 기물들과 책들의 묘사를 과감하게 줄여서 단순해진 표현으로 보는 사람들로 하여금 상상력을 자극하고자 했습니다. 조선 초기 전통 민화에는 중국 도자기만이 등장합니다. Das Tuschebild von Park Dae-sung mit dem Titel Archaische Schönheit
widmet sich dem Thema der traditionellen koreanischen Lebensform. Die Lebensform eines Volkes, dessen Entstehung und Entwicklung tausende Jahre brauchte, um seine Geschichte, Kultur, Mentalität aufgrund von äußeren Bedingungen, wie zum Beispiel Geografie oder Klima, zu formen. Hier haben wir zum Beispiel koreanische Vorratsgefäße, Lackkisten mit Perlmutteinlagen und Porzellanvasen. Yu Min-jung 작가의 전설의 바람입니다. 정조 시대에 사용된 책거리 형식을 사용하여 그린 팔폭 책거리 병풍입니다. 많은 책들이 이렇게 디지털화되고 있는 현대의 컴퓨터 기술에 관한 이야기를 합니다. Die Arbeit Joseon Metaversum kombiniert traditionelle Checkado Bücherregale im Stile der Volksmalerei mit Videos. Stehende und animierte Bilder befinden sich im gleichen Rahmen, wodurch die Künstlerin die Fantasie spürbar anregen möchte. 책거리 그림은 하나의 화면에 다양한 시점이 공존하는 다시점이 특징입니다. 책을 통해 세상을 보는 관점이 바뀔 수 있음을 비유하고 있습니다. Deshalb heißt es in Ostasien, Malerei wird gelesen, nicht betrachtet. 이화영 작가의 책 속의 책입니다. 학문에 대한 열망, 소망을 담은 과거 책거리의 의미와 현대의 이미지를 믹스하였습니다. Bei den ausgewählten modernen Checkori-Bildern wird das traditionelle Thema Verlangen nach Wissen mit modernen Sehnsüchten verbunden, zum Beispiel Smartphones, Tablets oder dem Western Lifestyle. 문선영 작가의 칼라피아라는 작품은 한국의 오방색을 기본으로 제작하였습니다. Die Bilder Kalapia 1 und 2 basieren auf der traditionellen koreanischen Fünf-Farben-Symbolik Rot, Gelb, Blau, Schwarz und Weiß. Das Bild von Sosoyeong, Spiel mit meinen Dingen, ist eine moderne Interpretation der Checkori-Malerei des Instagrams der Joseon-Dynastie. Für die Künstlerin sind die wertvollen Gegenstände wie in einem Stillleben festgehalten und scheinen das soziale Netzwerk von damals und heute abzubilden. Der Künstler Hong Kyung-taek sagt, dass der Einfluss von Checkado und deren Kombinationen zur Schaffung seiner Bibliotheksserie geführt haben. Mit seinen Worten gesprochen, der Raum des Arbeitszimmers selbst ist eine Utopie, ein Paradies für den Künstler und ein von der Außenwelt isolierter Raum. Er ist wie ein Labyrinth und fühlt sich wie ein Nest an. Die Bibliothek ist ein Ort, an dem die Geschichte der Menschheit gesammelt wird. Ich hatte Ehrfurcht vor den Errungenschaften der menschlichen Zivilisation, wo sich feine Buchstaben zu einer Seite die sich wiederum zu einem Buch zusammenfügen, ein paar Bücher sich von einem Bücherregal versammeln und Blüten von Büchern zu einem gigantischen Bücherregal werden. Ich empfand Ehrfurcht, die Zivilisation erreicht zu haben. Onim 작가가 그린 자화상을 보면 여러 얼굴들이 그려져 있습니다. 지금까지 나의 회화 작품들의 주제는 나에게서 나왔다라며 행복한 감정, 슬픈 감정, 또 우울한 감정을 느낄 때 그 감정들 사이에는 말로 표현할 수 없는 무수한 프레임이 있다고 생각한다고 합니다. 그걸 시각화하는 게 그가 지금까지 한 작업의 주제라고 밝혔습니다. 이번 전시에서는 책거리를 뒤에 두고 자신의 얼굴을 표현하였는데 어떤 감정인지 꼭 오셔서 확인해 보시길 바랍니다. Checkori entspricht dem Genre des Stillebens aus westlicher Sicht betrachtet. Papier und Schriftrollen, Pinsel, Tusche und Tuschereibstein zählen zu den vier Schätzen eines Gelehrten und sind Symbol für eine Karriere. Die Strauchpfingstrose steht für Vornehmheit, Ansehen und Reichtum. Lotus
wird mit dem Buddhismus assoziiert und steht für Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Er ist ein Zeichen für Reinheit. Trauben, Granatäpfel und Lotusnüsse symbolisieren aufgrund ihrer zahlreichen Samen Fruchtbarkeit und große Nachkommenschaft. Der Pfirsich ist ein Symbol für langes Leben. Die Zitrusfrucht Buddhas Hand ist wegen ihres Duftes berühmt und symbolisiert langes Leben. 전시에 참가한 모든 한국 작가들은 희망과 행복이 담긴 책거리 전시를 통하여 여러분과 기쁨과 희망의 염원을 함께 나누고자 합니다. Alle koreanischen Künstlerinnen, die an der Ausstellung teilgenommen haben, möchten mit ihren Checkery-Darstellungen Hoffnungen und Glück mit Ihnen teilen.